Hallo Kochfans, ich begrüße euch zu einer neuen Folge in der Cooking Area. Heute machen wir zusammen Penne alla Arrabbiata. Die Zutaten findet ihr wie immer in der Infobox und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Den Knoblauch schneiden wir in feine Würfel. Und auch die Chili bzw. Peperoncini wird fein gewürfelt oder gehackt. Der Parmesan bzw. Pecorino wird fein gerieben. Zuletzt bereiten wir die Petersilie vor. Diese wird gehackt. Wir geben etwas Olivenöl in eine große Pfanne. Im erwärmten Öl lassen wir Knoblauch und Peperoncini 2 Minuten andünsten. Die geschälten Tomaten kommen hinzu, wir zerkleinern sie etwas und lassen alles 15 Minuten einköcheln. Zwischendurch noch mit Salz und Pfeffer würzen. In einem großen Topf lassen wir die Penne al dente kochen. Die fertig gekochten Penne kommen zu unserer Soße. Nun geben wir noch die Hälfte der gehackten Petersilie hinzu. Wenn wir die Penne nun anrichten, können wir noch unseren geriebenen Pecorino oder Parmesan darüber streuen und die restliche Petersilie. Das Originalrezept der Arrabbiata kommt direkt aus Rom. Arrabbiata bedeutet übersetzt so viel wie zornig oder leidenschaftlich. Das liegt wohl an der richtig schönen Schärfe der Penne. Das war das Video für heute. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen nach oben, kommentiert das Video und hier könnt ihr den Channel abonnieren. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch jetzt viel Spaß und kocht weiter!